Also, heute, zum ersten, zweiten, letzten, allen durchgedrehten, umgehetzten, was ich kaum erhoben wanken sehe, gestern an und morgen abgeschaltet, eh dein Kopf zum Totenkopf erkaltet, bleib erschütterbar, doch widersteh. Ich will euch erzählen und will auch nicht lügen. Ich sah mal zwei Verliebte sich kriegen, die Deutschen und die Deutschen. Sie hatten nur eins nicht richtig bedacht, die Fehlleistungen, die Freudschen. Hei didel dum dei! Na, du, alter schiefgebügelter Hosenstall, nochmal rauf auf den Sinai, richtig? Nochmal neu die Tafeln nachschneiden. Was steht denn positiv drauf auf deiner Schreibunterlage? Jeden Morgen, den der gute alte Herrgott Schnitzer werden lässt, mit der Watz und der Tatz und der Fatz auf den Markt und dann gleich wie aus der Spritzpistole geschossen. Die Wahrheit? Aber früher, als wir die großen Ströme noch... Ja, früher. Als wir die großen Ströme noch mit eigenen Armen teilten. Ob Lena, Yenisei, Missouri, Mississippi, Elbe, Oste... Und mit Gesang den Hang raufzogen und mit Gesang auch wieder herab. Immer den Augen hinterher und Hyperions leuchtenden Töchtern des Tages Anbruchsröte, des Mondes Aufzugsbeginn. Heute drei Telefongespräche und der Tag ist gelaufen. Musik.
rückblickend mein eigenes Leben fast noch die günstigste Lösung. Wo die Erde bereits wie ein durchgedrehter Brainburger durch die große kapitalistische Imbissbude saust, rasend, rotierend, dem Selbstverzehr entgegen, bis der letzte Biss und der letzte Schiss in einem Reim zusammenfallen und die Führung endgültig an die Kakerlaken übergeht. Aber noch ist Zeit. Drum, Alter, klebt die Zähne fest. Und dann lass uns noch mal richtig reinbeißen ins Leben.